Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer History Badger. Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von War Thunder. Ich verweise auf ein Video hin, was ich vorhin schon gemacht habe und hochgeladen habe. Falls ihr nämlich sagt, ich soll meine andere Nation nehmen als nur Deutschland, ich habe da im kurzen, groben die Nationen sprachlich präsentiert. Schaut euch das Video an und schreibt mir dann in den Kommentaren, welche Nation ich nehmen soll. Je früh ihr sagt, ich soll eine andere Nation nehmen, schlagt am besten auch die Nation dann dementsprechend vor. Desto früher nehme ich die auch, ne? Also quasi jetzt. Ne? Solange ihr es hinauszögert, ihr sagt zwar, ich möchte mal was anderes als nur Deutschland sehen, aber ihr sagt nichts, nehme ich auch derweile noch weiter Deutschland, ne? Also je früher ihr sagt, ey, ich möchte Frankreich nehmen, ich möchte, dass du mal China nimmst, ist ja jetzt neu, ich möchte, dass du mal mit Japan fährst, ich mag diese Nation einfach, oder USA, das ist interessant, Großbritannien, oder. Dann schreibt das jetzt in den Kommentaren, dann bin ich dementsprechend auch viel schneller dran. Gut, heute nicht mehr, aber dann bin ich morgen schon mal, wenn ihr heute sagt, ich möchte, dass du die Nation nimmst, dann bin ich morgen mit der Nation auch unterwegs. Ne? Oder ihr schreibt auch, könntet ihr, oder man könnte sich, wenn ihr sagt, ich möchte aber, dass du mal wieder dieses Wochennation machst, eine Nation pro Woche, dann kann ich das auch machen, ne? Nur ihr müsst schreiben. Ihr müsst es mir schreiben. So, gerade ein Gefecht vorhin auch geführt. Endlich ist die S-100 von 1944 komplett erforscht. Das heißt, ich kann die jetzt auch weg wieder tun. Und wieder mich den dickeren Fahrzeugen widmen. Wobei, Jaguar ist zu hoch. Ist einfach Tatsache. Deswegen nehme ich die VS-10 Versuchsschiff 10 und die SF-40er. Und wir machen auf Real. Oh, ich bin Level 72. Generalleutnant. Wow. Ja. Da sieht man, wie lange ich da schon spiele. Dauert nämlich verdammt lange, bis man diese Nation, diese Stufenanforderungen hat. Hier sieht man auch die Medaillen. Bei Deutschland habe ich die meisten. Aber ich habe auch die meisten Gefechte geführt. Mit Deutschland. Oder ich sage die meisten Fahrzeuge mit Deutschland. Das sind die Fahrzeuge. So. Dann schiffen wir mal los. So, ich habe jetzt 5 Minuten lang gewartet. Es ist nichts passiert, deswegen stelle ich mal auf Arcade wieder um. Vielleicht klappt das dann ja besser. Ist irgendwie ziemlich frech. Es sind über 25.000 online, aber die schaffen es nicht, bei Schiffen realistisch zu fahren. Es fahren auch, es liegt aber auch unter anderem daran, dass bei realistisch nicht so viele fahren bei den Schiffen oder Segeln, und deswegen ist das auch etwas schwierig. Ich finde es aber trotzdem scheiße, dass man da irgendwie ziemlich lange warten muss, um am Ende festzustellen, dass man dann gar nicht rankommt. Könnten glatt auch schreiben, tut uns leid, sorry, es gibt derzeit niemanden, der auf realistisch fährt. Oder darauf wartet, ne? Oder es sind jetzt nicht ausreichend da, die darauf warten. Deswegen. So, ich habe jetzt nochmal hier auf Arcade 5 Minuten lang gewartet. Also das ist jetzt echt ziemlich dreist. 5 Minuten realistisch gewartet, 5 Minuten Arcade gewartet. Ich weiß, ich könnte noch länger warten, aber, ne? Wie lange soll das Video dann noch werden? Dann habe ich ziemlich viel Arbeit, um das wegzuschneiden. Gut, viel Arbeit ist es nicht, ist aber nervig. Und ich möchte mir nervige Arbeit sparen. Deswegen, das ist ziemlich dreist. Ne, es sind über 25.000 online. Und mit sich, ich bin vor ihm noch mit Schiffen gefahren. Da ging das, nach ein paar Sekunden war ich schon im Gefecht drin. Und jetzt muss ich hier 5 Minuten oder noch mehr warten und es passiert nichts. Ach, das macht es mich ärgerlich. Deswegen mache ich jetzt erstmal Sturmarkaden um mich runter,
um runterzukommen. Ey, wenn da auch nichts klappt, ey. So, wir sind Sturmarkade reingekommen. Das hat wenigstens geklappt. Das wäre ziemlich frech, wenn es nicht geklappt hätte. Wir sind hier auf der Karte Japan. Ich fange erstmal mit dem Kugelblitz an, um die feindlichen Flieger ziemlich schnell vom Himmel runterzuholen. Gut, ich bin nicht der Einzige, der die Idee hat. Du stehst genau hinter mir. Du müsstest eigentlich die Schüsse des Gegners abbekommen. Ja, komm schon, lad schneller. Das ist scheiße. Kugelblitz braucht lange zum Nachladen. Down. Na komm her, komm her. Also, jetzt kann ich mich den feindlichen Fahrzeugen widmen. OF-40. Leute, ernsthaft! Was für eine Scheiße macht ihr da? Och Leute, was für eine scheiße Verbratz. Jetzt kann ich schon meine Sprüche nicht mehr so ärgerlich benutzen. Was für eine scheiße fabriziert ihr hier eigentlich? Jetzt schnell feindlichen Kampfpanzer kämpfen. Flugzeuge werde ich nicht fliegen, ich bin ja eine Flak. Ich kann die auch so bekämpfen. Beide ungefähr auf der gleichen Höhe. Der ist etwas schneller.
Jupp, ich bin am Arsch. Ich habe nämlich leider noch keinen Feuerlöscher dabei. Den muss ich erstmal erforschen. Aber vielleicht kriege ich den ja jetzt. Erstmal Leopard 1, weil der braucht noch Nachtsichtgerät. Komisch, hier haben es zwei viel schneller hinbekommen als die ganze Masse da drüben, ey. Oh Mann, ey, ich werd verrückt. Gut, wir schlagen den Gegner auch bis jetzt ganz gut zurück. Deswegen kann man sich bis jetzt nicht beschweren. Blinder Schuss. Muss mich aber jetzt reparieren. Das muss sein. So, jetzt bin ich wieder kampfbereit. Leute, wo seid ihr, Mensch? Schaut mal auf die Karte! Schaut mal, wo ihr seid! Schaut mal, wo der Gegner ist! Mann! Mann, ey! Ich frag mich echt, wie haben die es geschafft? Nee, nicht mit einem MG draufballern! Meine Fresse, ey! Scheiße, ey. Leute, wo seid ihr? Guck mal, schaut euch das mal an, wie die Penner da verteilt sind. Das ist nicht durchdacht. Mann. Schaut einfach mal auf die Karte und schaltet euer Hirn ein. Da kann man auch Spaß haben. Mann, wenn da irgendjemand ist, ja, ich will aber hier meinen Spaß haben. Ich will hier auch meinen Spaß haben, aber ich schalte trotzdem mein Hirn ein. Meine Fresse, ey. Das ist doch bescheuert. Ja, kommt, Leute. Ich lasse euch da mal in, da euch mal überrennen. Das geschieht euch ziemlich recht, wenn ihr nicht richtig auf die Karte schaut, wenn ihr nicht euch bewegt. Ihr, ich meine, ihr seid alle
hochmoderne Fahrzeuge oder nicht. Da könnt ihr euch auch bewegen. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ziemlich sickig bin, ey. Mann, die unterschätzen. Die überschätzen sich hier, die unterschätzen. Die Gegner hier, gut, ist eine KI alles. Heißt aber nicht, dass die blöd ist. Guck mal, ich bin da wieder der Einzige, der da zu den Gegnern. Was, wenn ich abgeschossen werde? Ihr seid so dämlich. Das ist nicht erlaubt. Seht ihr? Gut, die KI sticht hier auch eher mal mit durch Masse aus, aber trotzdem. Die ist weitaus cleverer als manch einer hier im Team. Da ist niemand mehr, du Spacko. Entschuldigung, wegen der Ausdrucksweise, aber nee. Das ist dämlich. Die werden immer angezeigt. Da braucht man nicht, die vorher aufzuklären oder zu sehen. Die werden immer angezeigt. Ja, tut. Nee, echt, das ist dämlich. Tut mir leid. Nehme ich nicht? Nee, die treffen mich echt nicht. Ich sehe aber auch nicht viel. Ja, Augen auf die Karte, Jungs! Mann! Da frage ich mich echt, wie intelligent sind diese Leute? Schaut euch die Leute da hinter mir stehend an. Auf einen Knüppel. Wenig bedacht. Der Gegner wird nur von einer Seite herkommen, der kommt nur von da. Ja, nee, am Arsch, ihr habt wohl überhaupt gar nicht aufgepasst. Wie seid ihr überhaupt durchs Leben gekommen?
Ernsthaft? Nee, wir sind in der Messe, wir können das besser überleben und dann besser überleben kommst. Ey, ich stand jetzt hier alleine. Gut, hab Schaden abbekommen, etc. Aber ich lebe! Und dann mit dem Panther 2! Nicht, dass er stark ist, er ist stark. Ja, aber meine Überlebenschancen sind viel geringer als bei euch. Ernsthaft? Wie intelligent seid ihr? Ich zweifle echt eure Intelligenz an, ey. Das ist kein Witz. Hey, guck mal, die stehen da immer noch. Die stehen da immer noch. Was machen die da? Kaffee und Kuchen oder was? Teekränzchen. Ey, wenn ich da durchschaffe. Ich reg mich gar nicht mehr auf. Ich reg mich gar nicht mehr auf. Leute, was seid ihr am Machen? Was machen Sachen? Das ist jetzt nicht als Witz gedacht. Jetzt nah an. Ja, denke ich auch. Wenn nicht sogar Schlimmeres. Ja, ach nee, du Genie! Gut, ich bin jetzt kein bisschen besser in der Statistik. Aber ernsthaft. Schaut euch echt das für eine Scheiße an. Ihr müsst es doch mittlerweile gelernt haben, die kommen immer von verschiedenen Seiten. Seltenst von einer. Gut, es sind, betrifft nicht alle, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt welche, die schalten ihr Hören an, aber... Guck mal, die machen da unten wieder einen Vorstoß nach unten. Warum? Ihr seid so dämlich, das ist nicht mehr erlaubt. Das ist... Boah, tut's weh, tut's weh. Es muss weh tun. So dämlich seid ihr. Verboten sein. Ja, ich weiß, ich bin kein Stück besser in der Statistik. Ja, und ich bewege mich wenigstens.
eigentlich runter. Komm, jetzt. Oh, Scheiße. Ey, wenn wir das hier gewinnen, dann fall ich vom Glauben ab. Dann fall ich echt vom Glauben ab. Gut, ich bin sowieso nicht gläubig, also ist das nicht schwer. Nein, ich gebe dir keine Deckung. Ich denk nicht dran. Wäre geil. Das wäre geil. Da vorne. Ich habe jetzt aber nur noch diese hier, ey. Jetzt kriegt er Panik, jetzt kriegt er wieder Panik, ne? Vorher ist nicht hingeschissen, zu kriegen, die Karte zu beachten. Jetzt schaut ihr auf die Karte, ne? Boah, ihr seid so dämlich. Tut mir leid, dass ich mich die ganze Zeit aufrege, aber nee, ernsthaft. Schaut euch doch diese scheiß Fabrik. Seht ihr? Mann, ey. Oder man sollte wirklich mal einen Grundkurs gehen. Schaut auf diese verfickte. Ich mach echt dieses Tutorial. Ich mach echt so ein Tutorial. Wenn ich sowas sehe, das stachelt mich immer mehr und mehr an, so War Thunder Tutorial zu machen. Und glaub mir, ich werde die ganze Zeit sagen, schaut auf die verfickte Karte. Schaut auf die Karte. Denkt nach. Denkt selbstständig nach, weil ich habe keinen Bock für euch mitzudenken. Nee, ernsthaft. Ich bin selbst mit meinen Denkfähigkeiten, mit meinem Fahrzeug beschäftigt,
selbstständig zu denken und da, ne, habe ich keinen Bock noch für jemand anderen mitzumachen. Ne. Tut mir leid, dass ich da viel rumgemeckert habe und viel rumgeknarscht habe, aber das war wirklich eine fabrizierte Scheiße vom Höchsten. Und mir ist das scheißegal, ob ihr da einen Daumen nach oben gebt oder nicht, ne? Also, boah. Ich würde dem keinen Daumen nach oben geben. Gut. Ne? Weil ich auch da wieder mich viel mit den Stänkereien reingesteigert habe, würde ich da auch keinen Daumen nach oben geben. Seid in der Sache ehrlich, ernsthaft. Würdet ihr solchen Leuten nicht noch irgendwie ein Tutorial, irgendwie so einen Zwang geben? Ja, du musst mal auf die Karte schauen. Ne? Boah, ich würde es machen, ey. Aber gut. Hoffentlich wird es beim nächsten Mal besser. Wir sehen uns dann. Ciao.